In 117 Spielen schoss Nils Petersen 64 Tore für den SC Freiburg. Foto: Achim Keller. Deutsche Presseagentur. Topstürmer Nils Petersen, 29, war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison der beste deutsche Torschütze, 15 Treffer. Für seine Leistung wurde er von Bundestrainer Löw, 58, in den vorläufigen WM-Kader berufen, löste fast das Ticket nach Russland. Am Donnerstag stand der Freiburger Torjäger schon wieder auf dem Platz, traf im ersten Test gegen den FC Waldkirch, 15:0. In Bild spricht Petersen über seine Motivation, jetzt schon wieder zu trainieren, anstatt im Sonderurlaub am Pool zu liegen. Ich habe mich einfach wieder nach den Jungs gesehnt und nach dem Grün. Das WM-Debakel, natürlich war das jetzt nicht das Turnier, das wir uns alle vorgestellt haben in Deutschland. Aber egal, wie es jetzt ausgegangen ist, man hätte natürlich gerne mal eine WM miterlebt. Seine Hoffnung auf die EM 2020, ich bin da ganz demütig, hoffe einfach, dass ich vielleicht nochmal ein Länderspiel machen darf. Aber dafür muss man erstmal so eine Saison wie es die letzte war bestätigen und das wird schwer genug. Teilen Twitter und teilen auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden.